Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir wissen, es ist ein bisschen länger her seit dem letzten Video. Aber ja, das Leben und Arbeit und alles drum und dran, das kommt einem halt manchmal ein bisschen in die Quere. Aber ich denke mal, jetzt sind wir wieder für euch da und werden euch wahrscheinlich, drücken wir mal die Daumen, dass wir euch wöchentlich wieder Videos raushauen. Und ja, heute haben wir für euch 5 Fakten über Majin Buu. Dann lasst uns direkt loslegen mit dem ersten Fakt. Und beim ersten Fakt haben wir den Namen von Majin Buu. Denn falls ihr euch mal gefragt habt, wie Akira Toriyama auf den Namen Buu gekommen ist, er hat sich da wohl vom Disney-Film Cinderella inspirieren lassen und den Zauberspruch der guten Fee Bibidi-Babidi Buu genommen und hat halt daraus verschiedene Charaktere gemacht, wie zum Beispiel Bibidi-Babidi, die halt die Schöpfer von Buu sind oder beziehungsweise die Meister von Buu. Und ja, dann hat er das Buu genommen und hat daraus den Majin Buu gemacht. Kommen wir dann direkt zum zweiten Fakt. Und zwar, ich sagte ja schon im ersten Fakt, dass Bibidi und Babidi die Erschaffer von Buu waren. Was aber nicht mehr stimmt. Obwohl denn nämlich im Originalmanga gesagt wurde, dass Bibidi, also der Vater von Babidi, Majin Buu erschaffen hätte, sagte Akira Toriyama in einem Interview aus der Psycho Jump folgendes. Er sagt, dass Majin Buu eine Lebensform ist, die halt schon seit jeher, also seit Beginn des Universums schon existierte. Und dass Bibidi wohl nur die Mittel wusste, um ihn aus seinem langen Ruheschlaf aufzuwecken und ihn dann wohl auch, weil er halt ein Zauberer war, kontrollieren konnte. Was natürlich ein starker Kontrast zu dem ist, was er über Majin Buu im Originalmanga sagte. Dritter Fakt, nämlich erwähnte Akira Toriyama dann noch im selben Psycho Jump Interview, wie der Spruch lauten würde, mit dem man Majin Buu zurück in sein Ei versiegelt. Nämlich sieht der Spruch wie folgt aus. Und ich weiß natürlich nicht, wie man das jetzt aussprechen kann, aber ich versuche es mal. Es scheint wohl Nuvem Vit Simva Vai zu sein. Aber Toriyama sagte auch, dass dieser Spruch wohl für Sterbliche nicht auszusprechen sei. Und dass hier lediglich die geschriebene Form sei. Kommen wir dann zum vierten Fakt. Im vierten Fakt geht es nicht nur um Majin Buu, sondern auch um die Potara-Fusion. Denn wie wir in der Buu-Saga sehen, defusionierte Vegeto, nachdem er sich von Majin Buu absorbieren lassen hat, im Inneren von Majin Buu, nachdem er sein Schild löste. Und Son Goku kommentierte dann auch direkt, dass die Defusion wohl daran liegen würde, dass die Luft in Majin Buus Körper so schlecht wäre. Und diese Theorie wurde dann auch bestätigt, denn im Daisenshu 7 stand dann, dass die Fusion der Potara-Ohrringe sich nur im Inneren des Körpers von Majin Buu lösen würde. Aber wie viele von euch vielleicht wissen, wurde dann später in Dragon Ball Super erklärt, dass die Fusion der Potara-Ohrringe bei Sterblichen nur eine Stunde hält. Und das scheint wohl die nun bevorzugte Erklärung zu sein, warum sie sich damals in Buu defusioniert haben. Aber die schlechte Luft in Majin Buus Körper war wohl damals tatsächlich die offizielle Erklärung. Und letzter Fakt. Wie viele andere Charaktere hat Majin Buu in sehr vielen Dragon Ball Spielen mehrere Formen. Zum Beispiel sehen wir ihn in Budokai 2, wie er Freezer, Cell, Vegeta oder auch Yamcha und Tenshinhan absorbiert. Und in Dragon Ball Heroes sehen wir auch noch, wie es aussieht, wenn Kid Buu, Janemba, Babidi oder auch Dabra absorbiert. Und ich muss sagen, ich finde die Designs schon sehr gelungen und echt cool. So, das war's auch schon mit 5 Fakten über Majin Buu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir werden jetzt natürlich auch versuchen, euch sehr viel mehr Videos rauszuhauen. Wir werden es versuchen bei einem Video die Woche. Ich hoffe, dass wir das einhalten können. Und wie immer, sagt uns, was ihr vom Video haltet. Schreibt es uns in die Kommentare. Liked das Video, teilt das Video. Und wie immer sehen wir uns im nächsten Dragon Ball Video.